Willkommen zurück zu Marvel's Avengers mit Black Widow, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben als die geheimnisvolle Tiny Dancer, die uns ja schon vom Anfang an der Kampagne begleitet. Wer will ich heute sein? Hallo, meine Lieben. Habt ihr mich vermisst? Bestimmt. Es ist Jahre her. Ich werde dich einfach nicht los, was? Wieso wackelt ihr denn eigentlich so sehr? Wie sieht's aus? Etwas höher. Roger. Okay, wir bauen wieder ordentlich auf hier alles. Wir haben eine Crew, das ist doch schon mal ganz nice eigentlich. Also gut, dann mal zurück aufs Kommandodeck. Verstanden. Okay, Tony. Wir müssen der Welt zeigen, was AIM vorhat. Und ich habe die perfekte Gelegenheit dazu. Das AIM-Erlebnis in Manhattan. Die Vorstellung von Tarltons neuen Adaptoids. Alle Networks werden da sein. Ich denke, das wäre der perfekte Ort, dass ein paar Dutzend Inhumans plötzlich wieder auftauchen. Wir müssen aber vorsichtig sein. AIM wird die Wahrheit begraben und lieber alle Gefangenen töten, als aufzufliegen. Wir brauchen die Position des Labors, um es abzuriegeln. Ein Glück, dass du Tarltons Stellvertreterin geschnappt hast. Wenn jemand sie zum Reden bringt, dann Bruce. Er hat sich bereits freiwillig gemeldet. Nicht schlecht, Tony. Dann runter zum Verhörraum. Ich sage Bruce Bescheid, dass es losgeht. Miss Romanoff, Dr. Pym möchte möglichst bald am Einsatztisch mit Ihnen sprechen. Jetzt wollen Sie wieder alle was von mir. Grüße vom Ameisenhügel. Natascha, danke für deine Hilfe im Gefängnis von AIM. Und für alles, was du als Tiny Dancer getan hast. Ich hatte mich schon gefragt, wer unser Schutzengel war. Jederzeit, Hank. Manchmal muss man sich eben die Hände schmutzig machen. Stimmt. Und wie habt ihr die Chimera online und in die Luft gebracht? Ganz ohne Terrigen? Die Chimera hat die gleichen Standardtriebwerke wie ältere Helicarrier. Sie ist praktisch ein Hybridauto. Nur viel cooler. Das hier ist doch nicht bloß ein Dankesanruf, oder, Doktor? Schuldig im Sinne der Anklage. Wir haben deine Daten aus dem Gefängnis analysiert. AIM konnte die meisten Inhumans erfolgreich verlegen. Ich habe das Schiff verfolgt, aber jemand muss sich darum kümmern. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Danke. Missionsdaten wurden auf euren Einsatztisch hochgeladen. Pym Ende. Miss Romanoff, willkommen zurück auf der Chimera. Ich habe Infos über die potenziellen AIM-Überläufer, die Sie mir in Ihrer Zeit als Tiny Dancer gemeldet haben. Ich habe eine Position auf dem Einsatztisch markiert, die Sie interessieren dürfte. Danke, Jarvis. Es ist schön, dass du wieder die Missionsdetails für mich verwaltest. Wie in alten Zeiten, so heißt es doch. Datencode 415623. Ich kann nicht glauben, dass du nicht hier bist. Wir könnten dich wirklich brauchen, Cap. Genießt du die Aussicht? Nicht genug, um mich von dem abzulenken, was mich unten erwartet. Aber ich bin bereit. Ich muss es wohl sein. Okay, ich bereite jetzt den Verhörraum für dich vor. Wenn du reden willst, benutzt den Funk. Danke, Ned. Ich muss nur über einige Dinge nachdenken. Gut, aber denk nicht zu viel nach. Oh, hey, Ned. Roy hat ja alle erforderlichen Energiekerne zur Chimera gebracht und ich dachte mir, er könnte bleiben und euch bei der Ausstattung helfen. Wir können einen anderen AIM-Bot umbauen, der seinen Platz hier im Ameisenhügel einnimmt. Hey Ned, ich werde gleich mit Monica reden. Sie wird versuchen, dich zu manipulieren. Das weißt du, oder? Ich kenne Monica gut. Nein, tust du nicht. Es gibt tausend Monikas. Sie wechselt sie wie Masken, wenn sie muss.
Ja. Hör mal, ich sage nur, wenn du mit Erwartungen reingehst, wird sie dich überrumpeln. Okay. Da ist irgendwas, weiß nicht was. Soundcheck, 1, 2, 3, sind wir drauf? Okay? Okay. Moment. Aufregung liegt über New Jersey und dem Heroes Park, während der Countdown bis zum AIM-Erlebnis läuft. Geschäftsführer Dr. George Tarleton hat eine revolutionäre Ankündigung versprochen. Das Unternehmen wird seine neuesten Technologien vorstellen, einschließlich seiner topmodernen Adaptoid-KI. Auch nach 5 Jahren gibt AIM Vollgas. Als jemand, der über das Zeitalter der Helden mit seinen Hoffnungen und Erwartungen berichtet hat, muss ich anmerken, dass das Gefühl heute ähnlich ist. Nur noch inspirierender, weil hier gewöhnlicher menschlicher Einfallsreichtum die technologische Renaissance einläutet, die unser Leben verändern wird. Unfassbar, dass die Nation vor 5 Jahren um eine ihrer strahlenden Städte getrauert hat. Wir sind weit gekommen und es ist aufregend, heute zu leben. Sehr ausgewogene Berichterstattung. Aber gut, es ist der Daily Bugle, was will man erwarten? Du siehst aus, als würdest du dich erholen. Das Gefängnis hat mich viel Substanz gekostet, aber bald kann ich wieder kämpfen. Alle Ausgänge gesichert? Ja, Agent Romanoff. Gut, öffnen Sie die Luftschleuse für mich. Und danach nur noch für Dr. Banner. Ist das klar? Ja, Ma'am. Leite Luftschleusen-Override-Protokoll ein. Du hast mit Monica gearbeitet. Ziemlich lange. Sie hat sich verändert, oder? Nein, ich glaube nicht, dass sie jemals Gefühle für dich hatte. Aber falls ich mich irre und sie echte Gefühle zeigt, nutze sie aus. Das ist dein Druckmittel. Ich habe deine brutale Offenheit immer geschätzt, Ned. Du schaffst das, Bruce. Nein, du musst es schaffen. Wir müssen die gefangenen Inhumans finden, bevor wir AIM die Party verderben. Ist die Gefangene sicher? Der Raum wurde für einen Halt gebaut. Sie geht nirgendwo hin. Gut. Übrigens, niemand außer Dr. Banner darf passieren. Verstanden. Okay, sind wir jetzt bereit? Meinst du, Bruce kann aus Monica Informationen rausholen? Ja, ich denke, er ist bereit. Wir müssen Taltons Labor finden. Hoffentlich hast du recht. Dieses kleine Gespräch kann katastrophal enden. Deshalb findet es ja auch im Laufstall des Großen statt. Dann wollen wir mal. Könnte interessant werden. Wir haben seit den Anhörungen nicht miteinander gesprochen. Wenn Getaltens kleine Party aufmischen, wird er wieder aufräumen. Das AIM-Erlebnis. Wirklich kein guter Name. Naja, wir müssen wissen, wo dieses Labor ist. Hunderte Inhumans stehen auf dem Spiel. Also Tiny Dancer, hä? Lass mich raten, du hättest Rocketman genommen. Ach bitte, ganz kalt. Du bist meine Candle Wind. Die Show geht gleich los. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adaptoid-Start. Die triumphale Rückkehr der Avengers. Freiheitsberaubung und Folter? Macht AIM die Welt so zu einem besseren Ort? Bitte. Ebola, die Pocken, Kinderlähmung wären ohne Laborratten tödlich. Inhumans sind nicht krank, Monica. Du nimmst dir nur ihre Kräfte für deine kleinen Roboter. Roboter mit sehr komplexer KI. Dazu fähig, die effektivste Nutzung ihrer Kräfte zu berechnen. Bei nur
minimalen Humanverlusten. Wo ist das Labor, Monika? Du kannst Terrigen nachbauen, klar. Aber das wird katastrophal enden und das weißt du. Du warst am A-Day da und weißt, wenn wir das nochmal machen, werden wir nicht nur die Inhumans gefährden, sondern uns alle. Wenn ich mich recht erinnere, war der A-Day deine Schuld. Verdammt! Wir brauchen einen stabileren Tisch. Tja, einige Dinge ändern sich wohl nie. Du siehst alles als Experiment an, oder? Tatsächlich. Talton, Inhumans. Mich. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Ich gehe rein. Wir müssen das Labor finden. Jarvis? Sensoren melden ankommende AIM-Truppen. Talton will seine Komplizin holen. Matt, Quinjet? Kannst du Gedanken lesen? Du kommst mit mir. Okay. Hey, also, du passt auf dich auf, ja? Nur wenn du es auch tust. Kamala, los! AIM darf nicht verhindern, dass wir diese Inhumans der Presse vorstellen. Sie scheinen Dr. Rappaccini zurückholen zu wollen. Jarvis, behalte unseren Gast im Auge. Sie ist Jarvis, Tür! Kiste! Nee, Golden haben immer, eigentlich immer viel Units drin. Okay, die nicht. Jarvis, kannst du die öffnen? Tut mir leid, Sir. AIM sperrt mich aus. Dann also die altmodische Methode. Tja, die Sache ist eskaliert. Ich sag dir was, wenn du überlebst, stelle ich dich vielleicht ein. Das wäre großartig. Sehr gut. Erledige du die wütenden Roboter. Ich hole den fliegenden Metallklumpen runter. Aber gerne. Bruce, wie sieht's aus mit Zorn und Ärger? Oh! So ist's besser. Ned, hetz ihn auf die bösen Jungs und hau ab. Ich bin schon dran. Tony, wir brauchen Luftunterstützung. Komm sofort hier rauf. Bin gleich da. Jarvis, vergiss die Kanonen. Talton wird bald zu dir kommen. Geh zum Kontrollraum, Kleine. Greif alles an, was sich den Energiekern nähert. Wird gemacht. Das ist echt cool inszeniert hier gerade. So am Helicarrier oder auf dem Helicarrier zu kämpfen. Miss Khan, Sie sind jetzt im Kontrollraum. Was bin ich? Ich bin unterwegs. Bitte beeilen Sie sich. Achso, die Gegner. Ich dachte, ich wollte sagen, ich bin nicht im Kontrollraum. Ich bin gerade runtergefallen, ja. Also die Autoren und Entwickler wussten schon, was. Wir sind hier schwer beschäftigt. Es liegt an dir, Kleine. Was die Leute sehen wollen. Ich weiß, du kriegst das hin. Und von daher. Hat die Kampagne zumindest eine coole Mischung. Nur bei den Missionen, die man dann halt dann so auf Dauer macht, wird's halt sehr repetitiv leider. Oh nein. Das sie ist schade. Sie zerstören die Energiekerne. Durchhalten, Jarvis. Ich mach sie platt. Perfektes Timing, Miss Khan. Ihr meint nichts, meine Systeme. Halb zerlegt an den Bugturbinen Tartens Roboter. Aber wir brauchen trotzdem bald Verstärkung.
Erledigt so viele wie möglich. Schwere Schäden an meinen höheren und unteren Systemen. Bitte, Miss Khan, Hilfe. Durchhalten. Okay, wo ist die Party? 3 Uhr. Hab sie. Gib mir Deckung. Wo ist die Kleine? Die Kleine ist im Kontrollraum und macht eben fertig. Wie geht's euch, Rentner? Oh, nett. Das mit den Sprüchen hast du schon ganz gut raus, Kamala. Verdammt! Wo zur Hölle ist Hulk? Er erledigt auf dem Achterdeck große Mengen von AIM-Truppen. Läuft doch gar nicht so schlecht. Da kommt schon wieder ein neuer. Dann erstmal der Letzte sein, oder? Ja. Jarvis? Bist du noch? Du? Tut mir leid. Jarvis ist nicht mehr zu Hause, Kamala. Schluss jetzt! Leute, ich habe hier ein Problem. Leute! Deine Freunde werden das erst erfahren, wenn es zu spät ist. Aber ich bin auch noch da. Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Um so zu enden wie die anderen Inhumans? Nein, danke. Warum nimmst du nicht Monika und verschwindest? Wozu das alles? Die Avengers benutzen dich, Kamala. Spar dir das Gelaber, Mann. Das zieht bei mir nicht. Du bist so naiv. Sei still. Deine neuen Freunde werden dich enttäuschen. Mehr können sie nicht. Im Gegensatz zu dir vertraue ich Bruce und den anderen. Das habe ich auch. Früher einmal. Halt die Klappe. Alles okay? Ich glaube schon, Miss Khan. Danke. Aber ich fürchte, dass Dr. Rappaccini entkommen ist. Ich habe ein Problem, Kamala. Ich brauche dich auf dem Oberdeck. Sofort. Ich komme. Monika, sie entkommt. Wir werden hier live beim AIM-Erlebnis in Manhattan Zeugen der Rückkehr der Avengers. Aber sie greifen anscheinend die Stadt an. Lass die Kamera laufen. Ist es Zufall, dass dieser Angriff genau an dem Tag erfolgt, an dem AIM sein vielversprechendes neues Adaptoid-Programm vorstellen soll? Oh, scheiße. Gern geschehen. Danke. Und damit ist auch Tor zurück. Ihr solltet wissen, dass ich nicht bester Laune bin. Moment, ist das Tor? Ich glaub's nicht. Thor? Wo zum Geier kommst du denn jetzt her? Ich diente den Sterblichen, als es plötzlich Metallteile vom Himmel regnete. Ich bin unfassbar froh, dich zu sehen. Etwas zu dramatisch, findest du nicht?
Das spielt keine Rolle. Jetzt ist er hier. Ziel der Fassung erfolgt. Der falsche Gott zurück. Du hast getan, was du tun solltest, Thor. Deine Macht aufgegeben. Du hättest vergessen bleiben sollen. Niemals, wenn Sterbliche in Gefahr sind. Wo versteckst du dich, Doktor? Willst du dich nicht stellen? Seh dich um. Ja. Ich bin überall. Ja. Division beschwert. Oh, hallo. Genau wie früher. Anscheinend hat er mich auch vermisst. AIM-Landungsschiffe im Anflug. Ich sehe sie. Fokus auf die Max. Kamala, alles klar? Ja. Nein. Ich komme. Halt, hast du gehört? Ziel erfasst. Was für Dinger? Sie bohren sich ins Deck. Die kommen von Talten, damit die Chimera abstürzt. Macht Spaß, oder? Sie sind robust. Das gebe ich zu. Ey, aber kein wir zum Gegner für Thor. Also begib dich dahin, Tony. Komm mit, Kleine. Okay. Darf ich fragen, wer das Kind ist? Erklären wir später. Keine Sorge, sie schafft das. Die Chimera verliert weiter an Höhe. Thor, kannst du sie mit Wind oben halten? Dann würde das Schiff zerbrechen. In fünfte Position. Du hast Captain America. Wer stirbt noch in deiner Hand? Was? Ich hab Captain America getötet? Also Thor meine ich jetzt. Ist mir neu. Navigation ist okay, aber die Triebwerke sind noch tot. Glas halb voll, Ned. Wir sollten uns beeilen, Thor. Gute Nacht. Thor, was ist mit den Max? Wir verlieren Energie. Schnell! Moment mal. Das ist Taltons Plan. Wir sind die Terroristen bei dieser AIM-Geschichte. Nicht solange ich da bin. Die Chimera stürzt nicht ab. Nicht nochmal! Ein paar Drohnen sind unterwegs zum Kommandodeck. Ich hab zu tun, Kleine. Ich mach das. Ich mag Thor. Thor ist echt ein cooler, also Thor ist echt ein toller Held zum Steuern. Habe ich ja, glaube ich, schon in der ersten Folge mal erwähnt, dass wir ihn kurz hatten. Aber gerade durch diese Hammerangriffe und so, die ja so schön stetig immer schön. Damage machen. Die Sicherheitssubsysteme sind wieder online. Es funktioniert. Kannst du alles abriegeln? Ich arbeite bereits daran. Wie macht er das? Shorty Boy hat neue Tricks gelernt, seit du weg warst. Ach so, beim. Wie läuft's mit diesen Max? Sie sind heraus. Oder vielleicht bist du nur außer Übung. Tony, beherrsch dich. Einen letzten Trumpf habe ich noch, Avengers. Das Große schaffe ich alleine. Musst du aber nicht. Und genau darum geht's. Mach was raus! Oh, der ist wirklich größer. So einen habe ich, glaube ich, nie mehr gesehen in einem normalen Spiel, oder? Da gab es immer nur die, die wir gerade schon hatten. Leute, die Chimera hält nicht mehr lange durch. Sie haben eine Menge Schaden im Maschinenraum angerichtet. Halt! Tu das nicht! Sie haben mir keine Wahl gelassen. Ich denke, Sie kennen diesen Schildstock. Sehr originell.
Stiehlst du als nächstes meine Frisur? Ah, Moment. Okay. Ah. Der Schaden ist bereits angerichtet, Avengers. Niemand wird... Mit dem Bifrost quasi können wir uns da rein teleportieren. Kamala, Tony, wir wollen die Triebwerke starten, haben aber zu wenig Energie. Keine Zeit mehr, bereit machen zum Aufprall. Hey, Gottes Donners. Bleibt hinter mir. Jetzt, los. Weiter, es funktioniert. Habt ihr alle komplett den Verstand verloren? Ah, der verlorene Sohn kehrt zurück. Ihr hättet fast ganz Manhattan vernichtet. Moment, Eure Heiligkeit, wo warst du denn, als die Welt vor die Hunde ging? Ich habe mich meinen Fehlern gestellt, anstatt neue zu begehen. Okay, alle mal tief durchatmen. Wir hatten vor, das AIM-Erlebnis zu stören. Wollten der Welt zeigen, was Tarleton plant. Seine Adeptoids erhalten ihre Kräfte durch die Folter dieser Inhumans. Sie setzen sie fast tödlichen Dosen von dunklem Terrigen aus. Ja, und das ist nur der Anfang. Georgie Boy rüstet sich für einen Krieg. Und was noch schlimmer ist, Kamala, sie hat Beweise dafür, was wirklich mit Steve passiert ist. Hi. Jeder Held muss irgendwo anfangen. Oh, du erinnerst dich an mich? Ja. Zeig mir die Bilder. Jarvis? Können wir dann? Ich habe alles entschlüsselt. Sie können jetzt mehr sehen. George! Wir müssen den Reaktor abschalten. Er zieht uns zu der Wärmesignatur. Ich hab's versucht, aber ich kann den Kristall nicht lösen. Gehen Sie raus und versiegeln Sie die Tür. Was? George, los! Nein. So kann es nicht gewesen sein. Gehen Sie zum Kommandodeck! Was? Evakuieren! Sofort! Nein, Cap, was machst du da? Nein! Was machen Sie da? Hör auf! Nein. Cap hat den Reaktor zerstört. Er hatte bestimmt einen Grund dazu. Welchen denn? Hunderte Menschen wurden infiziert. Es gab Tote, Ned. Ganz ruhig jetzt. Übernimm endlich Verantwortung, Tony. Oh, das ist der Bruce, den ich kenne. Erstmal alle zu Sündenböcken machen. Nicht der richtige Zeitpunkt. Dann ist okay, Ned. Darauf hat er schon seit Golden Acres gewartet, oder nicht? Oder etwa nicht? Es ist unsere Schuld. Unser aller. Wieso versteht ihr das nicht? Ich verstehe nur, dass du den ganzen Müll wirklich glaubst, den du bei der Anhörung gesagt hast. Ich glaube, dass wir gefährlich sind. Denkst du wirklich, die Welt wäre besser ohne uns? Ja. Ich bin raus hier. Ihr habt euch nicht verändert. Seht sie an. Sie kann nicht geheilt werden. Es gibt keine Heilung. Die Experimente zeigen das. Ich habe ihre DNA immer und immer und immer wieder überprüft. Du und ich haben die perfekte Krankheit geschaffen. Nein! Es ist mein Job. Ich treffe die harten Entscheidungen. Nicht. Ich stehe zu den Leuten, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Ich warne dich. Was ist denn, Bruce? Wirst du wütend? Das war schon immer dein Problem. Du fliehst vor dir selbst. Vor dem, was du bist. Vielleicht hat Monika dich deshalb ausgetrickst. Ich geb dir doch nur recht, mein Großer! Dieser Banner ist ein Feigling! Hey, hört damit auf! Das ist genau das, was Tarleton will! Halt dich diesmal raus, Kleine! Wirst du alt, Kumpel? Oder einfach nur weich? Ich hab das ein Taschenball zu sein! Ah!
Das war's dann wohl. Ich bin allein. Nicht ganz, Miss Kahn. Jarvis ist noch da. Jarvis, ich nehme an, du kannst dieses Ding in der Luft halten? Für einige Zeit schon, ja. Ach, das beruhigt mich. Ohne Beweis gibt es keine Hoffnung. Aber ich darf nicht aufgeben. Jetzt so darf es nicht enden. Jetzt wieder die Down-Phase. So ein bisschen. Keiner hat mehr Bock. Alle beschuldigen sich wieder gegenseitig. Phil Sheldon, live vor Ort hier in Manhattan. Wir haben heute Abend etwas erlebt, vor dem die Nation 5 Jahre lang Angst hatte. Eine Tragödie von A-Day-Ausmaßen wurde am Himmel über New York nur knapp verhindert. Dank des raschen Eingreifens von... Wow. Sogar die S.H.I.E.L.D.-Leute sind weg. Vielleicht dachten sie, Hulk macht hier alles kaputt. Manhattan abgestürzt und hätte in der dicht besiedelten Stadt enormen Schaden angerichtet. Die Avengers sind in der Tat zurück. Aber mit unklaren Motiven und nach wie vor beunruhigenden Taktiken. Amerika wird heute unruhig schlafen und sich fragen, wo diese einst so mächtigen Helden als nächstes auftauchen, was ihre Ziele sind und welche Zerstörung sie zurücklassen werden. Jarvis, gibt es eine Aufnahme von Bruce' Verhör mit Monica? Natürlich, Miss. Sie können sie sich im Verhörvorraum ansehen. Wenn Sie erlauben, Miss Kahn... Was wollen Sie in den Verhöraufnahmen finden? Ich weiß nicht. Irgendwas muss es geben. Vielleicht ein Fehler von ihr. Okay. Die Aufnahmen vom Verhör. Da drin muss irgendwo ein Hinweis sein. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Komm schon, Monica, gib mir irgendwas. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Oh, das ist sinnlos. Ich würde so gern mit meinem Vater reden. Anruf bei Yusuf Khan. Nein, nein, nicht Jarvis. Ich habe nicht gemeint... Hallo? Peter, bist du das? Oh, Kamala, wenn du das bist. Ich vermisse dich sehr. Ich bin nicht wütend. Ich will nur, dass du nach Hause kommst. Es tut mir leid. Ich hätte nie verlangen dürfen, dass du deine Kräfte versteckst. Vielleicht hast du Angst und bist unsicher. Wichtig ist nur, dass du dir immer selbst treu bleibst. Ich hab dich lieb, Peter. Und ich dich noch mehr. Die Adeptoids werden starten. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst... Stell die Erde auf den Kopf. Stell die Erde auf den Kopf. Das ist es. Natürlich, der Satellit. Der Satellit. Avengers, wenn ihr mich hören könnt. Ich habe einen Hinweis gefunden. Ich weiß, dass ich's verbockt habe. Ich wollte AIM wegen des A-Days so sehr bestrafen und das hat mich blind gemacht.
Aber Cap muss für sein Handeln einen guten Grund gehabt haben. Ich weiß es einfach. Die Menschen glauben an die Avengers. Nicht wegen eurer coolen Kräfte, sondern es ist egal, wie brenzlig es wird und wie uneinig ihr euch seid. Ihr findet wieder zueinander. Versteht ihr das nicht? Eure Unterschiede sind eure größte Superkraft. Ich war nur eine Außenseiterin aus Jersey. Ich gehörte nicht dazu. Aber ihr habt erkannt, wer ich wirklich bin. Ihr habt mich akzeptiert. Da draußen ist immer noch ein Bösewicht, der der Welt schaden will. Und nur wir können ihn aufhalten. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Schon klar. Höhenluft, trockene Augen. Also, ich bin nicht gut in... Es tut mir leid, also... Mir auch. Schon gut. Ja. Also du hast einen Hinweis? Ja, aus dem Verhör. Hör zu. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Okay. Monika hat recht. Das Labor ist nicht auf der Erde. Ich verstehe das nicht. Okay, als ich gefangen genommen wurde, hatten Monika und Talton einen schlimmen Streit. Talton musste den Raum verlassen. Und dann hat Monika die Koordinaten eines Satelliten namens Ambrosia aufgerufen. Ambrosia? Das war ein biomedizinisches Forschungsprojekt von S.H.I.E.L.D. AIM muss es von ihnen übernommen haben. Ein ziemlich gutes Versteck für Beweise von Experimenten an Inhumans, oder? Wenn man Inhumans auf Zellebene studieren will, dann... wäre Schwerelosigkeit der perfekte Zustand. Gut gemacht. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir dahin? Projekt Starboost, Sir. Haben Sie das nicht abgebrochen, weil Sie nicht genügend Beschleunigung in den Hilfstriebwerken? Ja, langweile uns nicht mit Einzelheiten. Das war, bevor ich Kontakt zum Ameisenknilch hatte. Jarvis. Ruf Pym an. Wir müssen einen Weg finden, zu diesem Weltraumlabor zu kommen. Und er ist der Einzige, der helfen kann. Okay, warte mal, ganz kurz was gucken. Charakter. Ich ziehe mir jetzt mal wieder die ikonische Rüstung an. Das ist, wo ist denn die überhaupt? Die, oder? Ja. Okay. Habe ich das jetzt gemacht? Scheinbar. Gut, dahin müssen wir. Jo, Agonie und der Ameisenhügel. Ist das richtig? Ich glaube schon. Bitte lass es ein Höflichkeitsbesuch sein. Ja, ich bitte dich höflich um einige deiner Pimp-Partikel. Ich muss einen Beschleuniger schrumpfen. Dann musst du deine Hochsicherheitsanlage von AIM einbrechen. Sagt dir Meridian was? Es wird sehr schwierig, da reinzukommen. Das wird kein Spaziergang werden. Widow? Ich muss sagen, du hältst tolle Ansprachen, wenn du sauer bist. Okay, Ned. Wir waren Idioten. Es ist zwar schön, wenn du dich so windest, aber wir haben Arbeit. Ich kann uns nach Meridian bringen. Uns? Wir sitzen im selben Boot, oder?
und haben keine Zeit. So, jetzt kann ich, glaube ich, mal den Held, genau. Also, wen nehmen wir denn? Hulk, nehmen wir auch mal das ikonische Outfit, wenn ich es denn finde. Ikonisch. So, wir nehmen mal... Ach komm, wir nehmen mal Iron Man, mit denen hat man schon lange nicht mehr die... das Vergnügen. Und dann starten wir mal. Das ist die erste Mission, die wir mit 4 Helden zusammen machen. AIM hat meine Forschung konfisziert, als ich aufgegriffen wurde. Sie können die Partikel nicht einsetzen. Sie werden sie aber gut beschützen. Okay, es gibt nicht viele Wege nach Meridian. Ich schlage vor, wir kapern einen ihrer Hyperschaltkreiszüge und fahren damit direkt ins Herz der Operation. Ich kann die Züge hacken, aber dann fliegt der Ameisenhügel auf. AIM kann unsere Position bestimmen. Ihr müsst euch beeilen. Also stürmen wir die Basis und zerlegen sie. Gut, ich mag es laut und direkt. Als ich undercover bei AIM war, habe ich nie eine Freigabe für Meridian gekriegt. Tja, nett. Dann ist das jetzt deine Chance. Lade Koordinaten des Eingangs der Hyperschaltkreisstation hoch. Brechen wir auf. Wie viele supergeheime Forschungsbasen hat AIM? Zu viele. Aber Meridian ist die wichtigste, neben New York. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg nach Meridian. In dieser Folge haben wir einiges erlebt. Thor ist zurückgekehrt, ist wieder gegangen. Also ist sehr kompliziert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Marvel's Avengers wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.